gefällt mir echt nicht. Schon ein bisschen übel. Was macht das Kind dort? Ah. Aha, aha, aha. Ich find's geil, wie er als mit dem Kopf mitgeht. Yeah, yeah, yeah. Alter, willst du Stress? Hey, ich bin voll der Hip-Hop-Gangster. Oh Gott, hör bloß auf. Oh. Ach, nee, ich find's einfach nur lächerlich, wenn sich Leute so aufführen. Science Log, Chief Science Officer Dr. Kine reporting. The colony's problems concern me greatly. I have no doubt they are somehow linked to the discovery of the marker. But the exact nature of that connection is still unknown. Almost 40% of the colonists are experiencing a form of dementia. The obvious symptoms are acute depression, insomnia, and hallucination. Incidents of violence and even murder also indicate extreme paranoia. Dr. Mercer has advised that I bring some of the affected on board for study. Dr. Wellen, the planet-side psychiatrist, has reported that his own analysis has been fruitless. I'm hesitant to rely on Dr. Mercer at this point, but I need his expertise. We need solutions, and we need them quickly. Mhm. Ja, gerade eben wurde der Marker erwähnt. Das ist ein außerirdisches Kultobjekt, das auf der Erde von einer religiösen Gruppe verehrt wird. Ich komme jetzt gerade nicht mehr auf den Namen. Was? Neology oder irgendwas in der Richtung? Auf jeden Fall mit Hology am Ende. Hm. Wir werden die ja auch noch gegen Ende nochmal sehen. Hallo, mein Kleiner. Bleib mal stehen. Ich liebe es, wenn man sie mit Stase hassen kann. Na, und der zappelt noch. Ja, bist du noch fit? Bist du noch fit? Nö. Ich habe kaum noch Muni für das Ding. Wechsel dich mal wieder. Ich bolz einfach zu gern mit dem Teil drauf. Leichenhalle. Gibt es einen passenderen Ort in einem Horrorfilm, als auf die Leichenhalle zuzusteuern, wenn man mit einem Haufen mutierter Leichen zu tun hat? Ich denke nicht. Wie komme ich jetzt auf Rudolf, das kleine Rentier? Ernsthaft, ich muss mir echt noch nachträglich überlegen, ob ich hier Musik einpacke. Naja, wahrscheinlich eher nicht. Dafür bin ich zu faul. Abwarten. Was mache ich denn da schon wieder? Ja. Ich vergesse immer wieder, ich habe die falsche Knarre für sowas. Meine Fresse. So, bist du tot? 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 Ich glaube, der ist tot. Noch jemand hier? Bist du tot? 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 Ich glaube, der ist tot. So, mal gucken. Ja, der ist definitiv tot. Klick, klick. Ja, der ist tot. Was gibt's denn hier noch Schönes? Na, egal. So, wieder das große Kaliber. Hey! Jetzt seht ihr's mal, wie die Viecher entstehen. Das ist niedlich, hä? Ja, das bringt mir jetzt gerade wenig. Geh weg. Geh du tot? Ich trau dir nicht. Und lasst euch bloß nicht von diesen ollen Fledermäusen anspringen, denn die ziehen verdammt viel Schaden. So viel weiß ich noch. Codes received and they look good. Thank God. I'll start accessing the captain's records right now. Head to the tram station and I'll contact you there. I'm going to find out what the hell happened to this ship. Haben wir doch gerade gesehen. Ein paar grenzdebile, mutierte Fledermäuse machen uns das Leben schwer. Hm? Ich höre doch da was. Na? Was höre ich denn da? Irgendwas lebt da noch. Naja, wenn man untotes Leben auch als... Energieknoten.
Ja, wenn man untotes Leben als Energieknoten zählen will. Ja, klar, das ergibt jetzt so viel Sinn. Red du nur weiter. Die werden dir schon glauben, was du sagst. Na, andere Wahl haben sie ja nicht. Aber jetzt möchte ich nochmal ganz kurz gucken. Klick, klick, klick. Wie komme ich eigentlich an die Option da oben? Was sind die Tastenbelegungen nochmal dafür? Nee. Quatsch. Navigation, Auswahl. Ja, gut, aber wie kann ich jetzt zwischen... ja, ich will eigentlich zwischen was anderem wechseln. Nochmal ausmachen. Ich will die nicht wegwerfen. Wie war jetzt diese Belegung für da oben? Nö. Ach, egal. So wichtig ist das ja nicht. Wie, was, wo? Ach ja, ich soll hier lang. Okay. Und wieder ein Fahrstuhl. Ach, wie schön. Oh mein Gott. Da liegt eine Leiche. Scheiße, in meinem Keller liegt eine Leiche. Wie kam ich jetzt schon wieder darauf? Lagst du vorher schon hier? Flöpp. Jetzt wisst ihr auch, warum ich die Leichen hier immer im Vorfeld bearbeite. Ganz einfach wegen diesen fliegenden kleinen Drecksratten. Denn die verwandeln jeden Toten in ein Monster. Und wenn ihr die Viecher im Vorfeld schon mal blattwalzt, dann habt ihr ein paar Gegner weniger. Hi! Einmal mit der Kopf durch die Wand und sich dann wundern, hä? Da bist du auf die Schnauze gefallen. Und was ist, wenn ich mich erstmal hier umgucken will? Vielleicht haben die ja was mitgebracht. Nö. Die waren geizig. Die wollten nicht. So. Was gibt's denn hier Neues? Isaac! Somehow one of them found a way down to the captain's nest. I might contain it in a damaged escape pod. Lifting executive lockdown now. I found the deck logs. Whatever is happening around here, it came from the planet when they cracked it open. It spread to the colony and reached the ship. Isaac, this isn't an infection. It's some form of alien life. Shit, we've got bigger problems. The ship's engines are offline and our orbit is decaying. Get over to the engineering deck ASAP while I stay here and figure out what the problem is. Okay, du hast eins von den Viechern in eine Raumkapsel gesperrt. Jetzt erinnern wir uns doch nochmal, wie ist das immer ausgegangen, wenn man das in irgendwelchen Horror-Sci-Fi-Film abgezogen hat? Ach ja, genau, das Vieh überlebt am Ende. Ich weiß wirklich nicht, was mit diesem Monster passieren könnte, ihr etwa? Zwinker, zwinker. Na, könntest du jetzt mal aufgehen? Danke. Shop. Shop, Shop, Shop. Meins. So, jetzt will ich doch erstmal... ich hab doch ein paar Halbleiter gefunden. Schema runtergeladen. Gut. So, als allererstes mal... Hä? Hatte ich nicht einen Halbleiter gefunden? Komisch. Ich hätte jetzt aber schwören können. Na egal. Impulsprojektile, hell yes. Die brauche ich mal wieder. Okay. Ich habe zwei Knoten. Ich habe zwei Knoten. Die baue ich mir irgendwann ein. Wo muss ich denn hin? Denn ich bin ein dummes Schwein. Wobei, ich sehe schon wieder, ich habe ein ganzes Weilchen wieder aufgenommen. Weiß es nicht, soll ich weitergehen oder... Ach nee. Ich speichere jetzt erstmal hier und wir machen dann beim nächsten Mal wieder weiter, wenn es wieder heißt Dead Space.
In diesem Sinne, bye bye, Leute.